Willkommen zurück bei Dead Space. Wir haben beim letzten Mal aufgehört, indem wir dieses Hydro-Zeug geholt haben. Jetzt bräuchten wir nur noch ein Pad, um einen Schock abzugeben als Zünder. Oh, voilà. Was war das? Fuß gerade in Stase. Ich wollte nur wissen, ob es funktioniert. Hi. Ich liebe Schächte, ne? In diesem Spiel. Man weiß immer, Schächte sind wunderbar. Was ist das? Achso, er erklärt mir jetzt, dass ich aufspießen und werfen kann. Das heißt. Ja. Das heißt es, okay. Gefährliche Anomalie registriert. Quarantäne wurde aktiviert. Noch mehr? Von dem, was ich höre, würde ich sagen, ja. Ich brauche auf jeden Fall einen Schuss weniger, mindestens. Ja. Noch mehr? Weil aktuell ist hier noch so quarantänemäßig, als würde hier noch irgendwas sein. Oder kommen. Kann aber auch sein, dass es einfach gar nicht weggeht. Was war das? Das hat gerade Whoop gemacht. Was ist das? Controller? Ich weiß keine Ahnung, was das da darstellen soll. Komm mal mit mir mit, bitte. Aber rechts ist aber noch jemand, der. Nicht ganz meine Absicht. Das ist okay. Man kann halt auch. Es ist nicht so, als könnte man das mit allem machen. Aber mit ein bisschen was. Sag mal. Nein, damit nicht. Damit ja. Tschüss. Und nicht vergessen, die ganzen Leichen zu treten. Mal davon. Quarantäne aufgehoben. Die ganzen Leichen zu treten, weil, Nicole? Ich bin's. Warum ist das hier? Achso, warte mal. Bin ich hier in Nicoles Büro gerade, oder was? Dr. Nicole Brennan. Ja, tatsächlich. Wir sind Nicole. Oh, das war gerade Zufall. Wir sind bei Nicole. Hi Nicole. Persönliches Log von Dr. Nicole Brennan. Durch medikamentöse Behandlung und Zero-D-Therapie konnten wir Verbesserungen bei Patient Harris erzielen. Sollte dies anhalten, besteht Hoffnung für die anderen auf Aegis 7. Aber Dr. Mercer mischt sich weiterhin ein. Er behauptet, Harris' Wahnvorstellungen wären von religiöser Bedeutung. Ich werde notfalls Beschwerde einreichen. Wegen der Unitology-Scheiße verliere ich keinen Patienten. Nicht nochmal. Rick-Signal wird getrackt. Dr. Nicole Brennan. Rick-Standort? Nicht ermittelbar. Manuelles Rick-Tracking ist verfügbar.
Nebenmission. Hör dich die bitte einmal. Wie komme ich denn auf die, wie komme ich denn auf die rechte Seite? Achso, hier. Ah, okay. Ich muss dafür erst die Barrikade zerstören. Das ist schon mal gut zu wissen. Textlock. Das war nicht das, was ich tun wollte. Scheibenkleister. Ich komme mit diesem... Also, irgendwie, das ist nicht ganz innovativ gemacht worden. Dr. Brennan, okay, Diktat läuft. Ich werde Ihren Namen nicht in den Transport verwenden. Danke, es ist so schwer, sich daran zu erinnern, was real ist. Ihr Mentor aus der Kirche hat wieder mit Ihnen gesprochen. Er weiß, dass ich und meine Freundin gehen wollen. Ich kann es fühlen. In unseren letzten Seminaren ging es um Ketzer. Es ging darum, dass jeder Unitologe, der die Kirche verlässt, ein Feind der Menschheit ist. Unitology kann sich um sich selbst kümmern. Es geht darum, was für sie richtig ist. Seien Sie vorsichtig. Die Kirche nutzt diese Tricks, wenn sie sich bedroht fühlen. Sie haben auch Neuropsychiater. Selbst wenn man rauskommt, versuchen sie... Dr. Brennan? Tut mir leid, ich... Ist irgendwas passiert? Ich hatte eine Patientin, die... Ich habe es versucht und ihr Sohn auch, aber sie... Ich werde für sie kämpfen mit allem, was ich habe. Aber unterschätzen Sie nicht, welchen Einfluss die Kirche hat. Okay. Hallo. Dankeschön. Ach, hier ist so ein ganzer... Schade, ich dachte... Doch, ich glaube, dass ich all die Sterbe hätte ich mir schnappen können. Oh, hi. Habe ich dich umgebracht? Tut mich nicht, sorry. Ist das ernsthaft? Hat er gerade geweht, als ich da nahe gekommen bin? Dieser Haartrockner? Witzig. Glaube ich. Vielleicht habe ich mich auch verhört, aber... Logbuch der Chirurgie, Dr. Chalice Mercer, Kopie an mein sicheres Terminal. Ich habe Jürgens überzeugt, mir den Videofeed aus der Kolonie zu zeigen. Es ist bemerkenswert. Endlich konnte ich sehen, was ich so lange gesucht habe. Die Abbauarbeiter, diese Transformation, sie trotzten dem Tod. Kain ist vorsichtig. Sein Glaube wurde durch diese Necromorphs, wie er sie nennt, erschüttert. Wie seltsam, denn mein eigener Glaube wurde so umfassend bestärkt. Ob mit oder ohne Kain. Ich muss eine dieser Kreaturen untersuchen. Oder die nächstbeste Option. Zum Beispiel Brennans Patienten. Mhm. Ben, was in Gottes Namen ist da unten los? Genau das. Gottes Werk. Wie kannst du das sagen? Die Toten in der Kolonie. Die Paranoia, die Halluzinationen. Du wolltest die wissenschaftliche Analyse. Ursache und Wirkung. Es begann alles, nachdem sie den Marker aufgestellt hatten. Was machst du dir solche Sorgen? Der Marker ist göttlich. Das wissen wir. Hör zu, morgen ist er an Bord, dann kannst du ihn studieren. Beruhige dich. Beruhigen? Es sterben Menschen. Wie kann das die versprochene Transformation sein? Wir erleben den Neuanfang. Terrence, für Unitology, für die Menschheit. Natürlich wird unser Glaube auf die Probe gestellt. Alles verändert sich. Genau das beunruhigt mich. Aufnahme beenden. Versiegeln. Und hier hören wir zum ersten Mal von dem Marker. Textlog. Die Videoaufzeichnungen von der Kolonie sind von schlechter Qualität und ich habe genug gesehen, um die Entdeckung von Ben zu bestätigen. Das Artefakt scheint ein echter Marker zu sein. Der erste, der seit der Gründung von Unitology gefunden wurde. Wir müssen ihn so schnell wie möglich an Bord bringen, damit ich mir einer gründlichen Untersuchung beginnen kann.
Ich kann mir das Potenzial eines solchen Fundes gar nicht vorstellen. Der schwarze Marker enthüllt mehr, als wir uns erträumt hatten. Und das ohne die Vorteile der heutigen Analysetechnik. Dieser neue Marker, welche Geheimnisse könnte er haben? Welche Wunder könnte er der Menschheit, der Unitology-Kirche bieten, ohne dass Earthgoth sie zuerst entdeckt? Dieser Marker könnte den Anbruch eines neuen Zeitalters einläuten und ich werde meinen Teil dazu beitragen. Vielleicht ist es Schicksal. In der dunkelsten Zeit meines Lebens haben mich die Kirche und ihre Lehren getröstet und gerettet. Und jetzt bin ich hier im richtigen Ort zur richtigen Zeit, um dieser ganzen Menschheit zu dienen, um diese Gnade zu erwidern. Emilia, wenn du jetzt nur hier sein könntest. Alright. Ich habe immer noch kein Schockpad. Gewebeprobe benötigt? Okay. Keine Ahnung, was das sein soll. Literally. Willst du einen Fuß? Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich erinnere mich da auch nicht dran. Wie gesagt, es gibt ja auch viele neue Sachen und es gibt ja auch tatsächlich, auch neue Quests angeblich innerhalb des Spiels, weil es ist ja ein Remake, es ist ja kein reines Remastered, sondern tatsächlich anscheinend ein Remake. Schauen wir mal ganz kurz, wir dürften eigentlich nichts haben, glaube ich. Ja, wir haben auch nichts. Okay. Können wir ganz kurz einmal speichern. Einfach nur aus Sicherheit. Aber warte mal, ist das so ein Ding? Kann ich so ein Ding da in das Ding einfügen? Geht das? Ich sag mal so, die richtige Größe hat's, ne? Wahrscheinlich brauchen wir da noch irgendwas anderes für. Ich muss ja anscheinend erstmal das Gerät irgendwie aufbekommen und das scheine ich ja schon irgendwie nicht zu können. Ah, da sind sie. Hi. Keine Pissnelken, Freunde. Oh, ja. Mit denen hatte ich eigentlich gerade eben schon in diesem klar, Sicherheitsfreigabe 03. Werden die markiert auf der Karte, wenn ich das mal einmal fragen darf? Da steht tatsächlich jetzt eine kleine Kack 3. Kann ich irgendwie... Gibt's irgendwie... Etagen wechseln. Da steht eine 1, okay. Und dann kann ich halt entsprechend... Das ist super annoying. Also es ist tatsächlich, es handelt sich hier um ein Remake von einem sehr alten Spiel. Warum ist es so schwierig, die Sachen hier zu machen. Aber mir wird jetzt nicht angezeigt, in welchem Raum, in dem ich schon war, Kisten mit Sicherheitsfreigabe X war, richtig? Diese Karte macht mich... Also das, was wir finden, finden wir. Das, was wir nicht finden, finden wir leider nicht. Ich wollte gerade sagen, wo bist du denn hin? Komm. Ich kann dem Vieh nichts tun, bis es seine Fühler ausstreckt. Man muss immer zwei Fühler abschießen. Das ist der Trick hinter denen. Man kann auf den Körper so schießen, wirklich so, also da würde man zwei Magazine für verballern.
Man muss ihnen zwei Ärmchen abschießen. Schreibfehler. Zoe, das Exemplar 426 bereits zur Entnahme. Ich wollte gerade Alvarez benachrichtigen, dass sie sich auf den Krankenurlaub vorbereiten soll. Aber als sie die Datenbank überprüfte, sah ich, dass Leutnant Sable vorgezogen wurde. Ist das richtig? Alvarez steht schon seit 3 Monaten auf der Warteliste. Ich dachte, Armtransplantationen haben Vorrang vor einer Hornhaut. Hier ist ein Schreibfehler. Einer der beiden hat den letzten Kauf CEC-Aktien gekauft und einen nicht. Rate mal, wer plötzlich zum wichtigsten Personal wichtigen Personal aufgestiegen ist. Es lohnt sich nicht, dagegen vorzugehen, glaub mir. Und bevor du überlegst, eine Ethikbeschwerde einzureichen, denk an die weisen Worte von Hippokrates. Scheiße rollt bergab. Okay, also scheinbar... That's kind of creepy. Geht's dir gut, Baby? What the f... Auch hieran erinnere ich mich. So richtig gar nicht. Also das da oben ist eine schwangere Frau. Das ist mir schon... Okay. Creepy. Let's go. Ich meine, ja, die Viecher sollen wahrscheinlich irgendetwas... Baby-ähnliches darstellen. Für die ist es übrigens unfassbar wichtig, dass ich meinen Plasma-Cutter umstellen kann. Weil das ist sehr, sehr hilfreich bei denen. Das lasse ich mir aber nicht nehmen, mal eben kurz runterzugehen und den da auch noch zu hauen. Klar, das sollen wahrscheinlich irgendwelche Art Babys sein. Aber ich weiß nicht, was sie mit dem Remastered hier gemacht haben. Aber ansonsten erinnere ich mich an keine babyhaften Gegner. Ich glaube, die kommen erst in Dead Space 2 oder 3. Da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr gruseligere babyhafte Gestalten. Okay. Bin ich hier noch richtig? Ja, bin ich. Ach, hier sind wir. Knoten? Knoten. Sehr gut. Ich würde sagen, von ihm entnehmen wir jetzt irgendwie eine Probe oder was? Ne, ein Shockpad. Daniels antwortet nicht auf Ihr Briefing. Wie ist dein Status? Ich habe ein Shockpad für die Barrikade gefunden. Ich gehe wieder zurück. Pass auf die Voltzahl auf. Ich will niemanden mehr verlieren. Okay. Nur kurz. Wir müssen jetzt zurück. Ich meine, später müssen wir sowieso... theoretisch nochmal hierher kommen, da blinkt noch was Grünes. Weil hier sind ja auch Level 3 Räume und Level 2 Räume, sicherheitsfreigabenmäßig. Wo ich mir denke, so ja, Leute, als ob ich hier Lust habe, später nochmal einfach alle Wege abzuklappern. Nur für, ja, die Frage ist was? Knoten? Dann würde ich es fast schon tun, aber... Achso, ich wollte gerade sagen, die Musik macht gerade was, aber das ist keine Musik. Oh, das ist unfair. Danke. Ja, für sowas ist die Chance dann doch teilweise manchmal hilfreich. Jetzt im Rhythmus. Nein. Ja. Knock, knock. Hier sind wir. Ich glaube, hier ist war immer sicher, glaube ich. wir könnten nochmal im Store gucken. Ich muss immer wieder im Store gucken, aus dem einfachen Grund, weil man mag es kaum glauben, aber mein Inventar geht sehr schnell voll. Ihr seht es auch jetzt schon, wir haben nur noch 6 Plätze.
Das Inventar kann unfassbar schnell vollgehen. Ich würde das gerne verkaufen. Sauerstoff, ganz ehrlich, kann ich eigentlich auch verkaufen. Im Muni tue ich mich immer ein bisschen schwerer mit. Aber wir können schon mal auf jeden Fall einen weiteren Knotenpunkt kaufen. Ich weiß auch nicht, ob man hier tatsächlich unendlich viele kaufen kann. Das weiß ich tatsächlich gerade nicht. Na, ich könnte jetzt auf jeden Fall hier einmal was in die Luft jagen. Das kann ich immer eben machen. Bevor ich speichere, ansonsten müssen wir die Sequenz, glaube ich, immer wieder gucken. Falls ich sterben sollte. Aber bis jetzt sind wir auch noch nicht. Sind wir schon gestorben? Ich glaube, nein. Wie wär's, wenn du in Deckung gehst? Das ist nur so ein Tipp. Das war kein gutes Geräusch. Genau, hinter die Scheibe stellen. Das wird schon reichen. Vor allem, weil da unten auch noch offen ist. Aber gut. Ja, dass es jetzt nicht mehr sicher ist, das war mir schon klar. So, ich glaube, bevor wir jetzt der Hauptquest weitergehen, finde die Leiche des Captains, würden wir gerne das hier einmal Ziel verfolgen. Das heißt, ich müsste jetzt, genau. Geht's dir gut? In der Leichenhalle musst du nach Captain Matthias Leiche suchen. Hol dir seine Recodes, damit wir den Computer nutzen können. Waffen-Upgrade? Sicherheitsfreigabe erforderlich. Fuck auf Sicherheitsfreigabe. Dead Space ist an sich ein sehr lineares Spiel und man geht ja eigentlich später nicht noch in Gebiete, wo man schon war, wo man eigentlich nichts mehr braucht. Außer man hat jetzt hier. Let's see where this is going. Hallo? Das ist Nicole, oder? Übertragung an das gesamte Personal. Hier ist Senior Medical Officer Nicole Brennan. Die Krankenstation ist überlastet. Wir brauchen Hilfe. Diese Wunden. Wir können uns nicht um so viele Traumapatienten kümmern. Und die Kommando-Crew sagt uns nicht, was los ist. Er hat einen Anfall. Scheiße. Vielleicht habe ich noch PHB übrig. Folge Nicoles Hologramm. Das wäre da lang. Okay. Aber hier sind ja Stäbe. Also da hier Stäbe sind, muss ja hier tatsächlich auch irgendwas liegen. Harry ist nach einer weiteren Dosis Beruhigungsmittel eingeschlafen. Ohne chemische Hilfe kann er anscheinend nicht mehr schlafen. Die meisten Menschen erliegen der Erschöpfung nach mehr als 50 Stunden nach dem Aufwachen. Unabhängig von den Umständen. Harry ist nicht. Okay. Wir überfliegen das mal ganz kurz. Schuld steht außer Zweifel. Zwei Sicherheitsbeamte waren anwesend, als er Dr. Ciara als Geisel nahm und Schwester Evans ermordete. Harris leugnet seine Taten nicht. Keine Reue. Und dass Evans keine Krankenschwester war, als er sie tötete. Soziopathisches Verhalten? Ja. Umgänglich und freundlich. Er behauptet, die Erklärung stecke in seinem Kopf fest. Die bringe die Botschaft durcheinander. Halluzination, okay. Sie wird vollkommen zu machen. Sie wieder vollkommen zu machen. Okay. Ja, ich glaube, dass sie wieder vollkommen zu machen, ja. Okay. Das steht, glaube ich, zwischendurch auch irgendwo an den Wänden. So, was haben wir hier? Wir können hier. Das Licht ausmachen. Geil. Eigentlich ist jetzt der Moment, dass jemand kommt, oder?
Nein? Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Sicherheitsfreigabe erforderlich. Könnte mir irgendwer mal eine Sicherheitsfreigabe geben, bitte? Ich bin gerade etwas verwirrt. Also anscheinend muss ich das hier nochmal umschalten. Was ist das? Oh. Cool. Das war jetzt mehr oder weniger Zufall tatsächlich. Was ist das da hinten? Ein Haufen Credits. Logbuch der Krankenstation. Dr. Nicole Brennan. So viel zum Thema Paranoia. Ich habe diesen Raum eingerichtet, um Beratungsgespräche zu führen, ohne dass sich die Unitologen einmischen. Jetzt ist es der einzige Ort, an dem ich sicher bin. Nach dem gestrigen Angriff konnte ich eine Gliedmaße sicherstellen. Genetisch gesehen ist das menschliches Gewebe mit bizarren Mutationen. Aber es ist nur eine Probe. Nicht genug, um ein Heilmittel zu finden. Ich brauche... Moment, wo ist der Bericht aus dem Maschinenraum? Hier. Die Ingenieure haben etwas aus den Maschinen geholt. Gliedmaßen fehlen. Torso intakt. Okay. Zeit für eine echte Autopsie. Okay. Finde den Autopsiestandort im Maschinenraum. Mehrere Monorail-Stationen sind noch abgeriegelt. Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder unterbrechen. Aber ich habe gerade durch Zufall die Quest gemacht, tatsächlich. Ich muss mal in den Strom wieder wechseln, damit... Achso, das haben wir schon. Weil sonst komme ich scheinbar nicht weiter. Ich muss die Energiezelle da reintragen, aber wo ist denn die Energiezelle? Oh, da komme ich. Hier brauche ich jetzt Sicherheitsfreigabe 1 für. Kann ich die Energiezelle hier rausnehmen? I'm quite confused. Ach so, ich habe mit dem Ding hier habe ich die beiden, wo der Geheimgang war, aktiviert. Ich bräuchte eine Energiezelle. Ja. Wo krieg ich die her? Das ist keine Energiezelle, das ist eine Stasenkapsel. Ja. Okay, I'm actually confused. Oder kann ich das Ding manuell öffnen, wenn ich hier... ich kann das Ding ganz deaktivieren. Okay. Wo ist mein Stab? Ach, scheiße. Hier. Wieso denn ihr? Hat er mich ernsthaft getroffen? Ich kann nicht helfen. Ja, schrei nicht so laut. Das One-Shot übrigens witzigerweise. Andere Arm her. Dankeschön. Ready? Wenn ich noch ohne Leiche. Da ist eine Leiche. Achso, habe ich schon. Aber es muss mindestens noch hier irgendwo so ein kleiner Knilch liegen. Also so ein, hi. Kleines Baby. Oder, ja, ich möchte sie nicht so nennen. Also hier habe ich eigentlich irgendwo einen getötet. Die fliegen dann immer durch den ganzen Raum.
Ich weiß halt nicht wohin, vor allem, weil der Strom gerade aus ist. Den weiß ich, wo ich ihn gefunden habe. Na, okay. Achso, ich wollte den, die Energie bitte. Dichter. Könntest du aufhören, den Fett. Dankeschön. Aufhören, dich irgendwie mit der Leiche zu kuscheln, das wäre super. Aber, wo wir gerade von Leiche gesprochen haben, gib mir das gleich mal. Wer von denen steht wieder auf? Wollen wir Wetten abschließen? Okay, es ist weg. Okay, du stehst nicht mehr auf. Okay. Ich sehe schon so eine 2. Ah, ich hatte eine 3 gesehen. Ich sehe schon so eine 2, dann bin ich schon aggressiv vielleicht. Also nein, es ist nervig ein bisschen. Du rennst einfach weg, ist okay. Brauche ich, um dir das einen Arm zu entfernen. 20 Schuss. Okay. Was war nochmal diese Mine? Ich würde die gerne einmal ausprobieren. Also man kann mit der Waffe ein Sekundärfeuer machen. Das ist so eine Mine. Mhm, klar, einladend. Vor allen Dingen, weil das eine Vieh hier hinterher einfach verschwunden ist. Ich habe eine E-Mail. Sicherheitsanfrage abgerufen. Sie hat mich verlassen. Es war dunkel und sie kratzen an den Wänden wie die Ratten. Und ihr habt mich mit ihnen eingesperrt. Ich schneide sie raus. Für wen schneidest du raus? Ich soll da lang. Dann gehen wir natürlich erstmal hier lang. Auch du stehst nicht mehr auf. Einer von euch steht 100 pro auf. Sorry, ich habe jetzt hier nicht, meine Intention ist nicht Leichenschändung, sondern einfach nur in einem Horrorspiel, nicht, dass jemand hinter mir gleich aufsteht. Diese Stäbe gab es übrigens nicht. Ah! Ist hinter mir jemand? Ich glaube ja. Den dritten hatte ich nicht gesehen. Moment, da muss aber noch irgendwas sein. Hey. Oder hab ich. Hey, ich hab nur 2 Loot bekommen. Was soll das? Wo ist mein dritter Loot? Noch mehr Gewalt. Da unten sterben Leute. Ich weiß, das hängt irgendwie mit dem Marker zusammen, aber mir fehlen die Daten. Mercer, vielleicht hatte ich Unrecht. Wir brauchen unbedingt Antworten. Dieser Patient, Brent Harris, könnte unsere letzte Hoffnung sein. Oder unser aller Tod. Who the fuck are you? Who the fuck are you? Ugh. Okay.
I don't remember that either. Huh. Wir fangen auch schon an, Stimmen zu hören, übrigens. Geld, 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 Geld regiert die Welt. Selbst auf einem Schiff, wo alle schon tot sind. Dann machen wir hier einen Cut und ich sage bis zum nächsten Part. Das war's mit Videos. Euer Hedi.